Live aus dem Dokumentationszentrum für Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin. Talking Humanity. Das Schweigen brechen. Über Femizide und geschlechtsspezifische Gewalt. Das Human Rights Film Festival Berlin wünscht Ihnen eine spannende Diskussion. Es begrüßt Sie Ihre heutige Gastgeberin, die Podcasterin Katrin Rönicke. Alle hier sind an diesem Samstagabend, den Samstagabend sich freizunehmen und dann noch für so ein schweres Thema, das macht nicht jeder und nicht jede, aber ich freue mich umso mehr, dass sich der Saal immer mehr füllt und ich freue mich, dass wir heute ja, dieses Thema in aller Ausführlichkeit besprechen. Anlass wird ein Film sein, den wir hinterher gucken werden. My Name is Happy. Da geht es auch um Femizide in der Türkei. Und damit wir gar nicht erst in die Versuchung geraten, so zu tun, als sei das ein Problem, was nur andere Länder haben, wollen wir heute Abend eben sprechen über Femizide in Deutschland. Und ich habe ein sehr hochkarätiges Podium hier vor mir sitzen, was dieses Thema angeht. Ich fange einfach mal von Ihrer Seite aus rechts gesehen an vorzustellen. Da haben wir Asha Hedayati. Sie ist Anwältin für Familienrecht und auch Autorin, hat gerade das Buch Die stille Gewalt herausgebracht, in dem es darum geht, wie der Staat Frauen alleine lässt. Daneben Julia Kruschwitz ist Journalistin und auch Autorin, hat auch ein Buch geschrieben über Femizide, zusammen mit Caroline Hentjes. Und neben ihr sitzt Karin Heisecke von der Malisa-Stiftung. Sie leitet die Malisa-Stiftung, die sich auch unter anderem um geschlechtsspezifische Gewalt kümmert bzw. dagegen arbeitet. Und zu meiner Linken sitzt Katharina Wulff vom Landesverband Frauenberatung Schleswig-Holstein e.V., die so ein bisschen Politikberatung auch macht, wenn es um das Thema geschlechtsspezifische Gewalt geht. Und bevor wir in die große Diskussion einsteigen, frage ich die Frau, die ein Buch darüber geschrieben hat, nämlich Julia Kruschwitz, zum Thema Femizide. Was genau ist eigentlich ein Femizid? Wenn ich das nachgucke, dann steht ja Tötung von Frauen aufgrund des Geschlechts, also des Frauseins. Aber das ist für mich so ein bisschen schwer vorstellbar, was genau steckt dahinter oder was kann dahinter stecken? Genau, es ist die Tötung einer Frau, weil sie eine Frau ist. Dahinter steckt immer männliche Dominanz und patriarchales Denken. Das kann ganz verschiedene Ausprägungen haben. Also es gibt eine Definition von der UN, die Femizide nochmal quasi unterklassifiziert in Tötungen aufgrund in kriegerischen Handlungen, also was Terrorakten, was wir jetzt auch wieder gesehen haben, also systematische Tötungen und Vergewaltigungen in kriegerischen Auseinandersetzungen, um sozusagen die eigene Stärke und die Schwäche des Gegners darzustellen. Es geht um Frauen, die bei einer Genitalverstümmelung sterben. Es geht um weibliche Embryonen, die abgetrieben werden. Es geht um Frauen, die getötet werden im Zuge von Menschenhandel, Prostitution, sexuellen Übergriffen, weil Männer glauben, sie hätten ein Recht auf den Körper von Frauen. Was in Deutschland und auch in Westeuropa die häufigste Form von Femiziden ist, sind die sogenannten Trennungstötungen, Tötungen in oder nach Partnerschaften, häufig in der Trennungsphase oder danach. Auch da geht es um männliches Dominanzdenken, dass sozusagen die Frau nicht alleine leben darf, selbstständig entscheiden darf, wie sie ihr Leben führt. Und die ist in Deutschland sehr, sehr häufig, diese Tat. Und im Prinzip ist es das Gleiche wie der sogenannte Ehrenmord, also dass Frauen einen bestimmten Kodex haben, in dem sie leben sollen und Männer ihnen das nicht zugestehen. Also es ist immer dieses patriarchale Denken, was Frauen sozusagen vorschreibt, wie sie zu denken haben. Und wenn sie nicht danach leben, dann werden sie getötet, beziehungsweise wenn es um sexuelle Ausbeutung geht, ist es natürlich eine Form von körperlicher Macht, die da quasi präsentiert wird. Und in Deutschland haben wir zwischen 120 und 130 Femizide im Jahr, aber das sind nur die Trennungstötungen. Die anderen werden gar nicht gezählt, also was jetzt hier im Zuge von Menschenhandel, sexuellen Übergriffen und so weiter kommt. Aber es ist mutmaßlich die häufigste Tat, sind diese Trennungstötungen, das sind diese in Anführungsstrichen Familiendramen, Tragödien, die wir dann
als völlig unerklärliche Ereignisse dann in den Zeitungen sehen. Aber das sind sie in keinster Weise. Mhm. Unerklärlich, das heißt, und plötzlich. Etwa jeder dritte Tag, genau, passiert. Tötungsversuche liegen bei mindestens 200 im Hellfeld. Auch da werden wahrscheinlich viele nicht angezeigt. Da kann man auch von einem sehr großen Dunkelfeld ausgehen. Und die Frage ist ja auch, es ist eine polizeiliche Kriminalstatistik. Was ist ein Tötungsversuch? Das ist ja auch eine schwierige Frage. Hm. Also sozusagen Würgen, Kissen aufs Gesicht drücken und so, bin ich mir sicher, dass das sehr wenig angezeigt wird. Was aber eigentlich heißt, auch schon Tötungsversuch sein kann. Die Ursache ist ein Ungleichgewicht oder ein patriarchales Herrschaftsdenken. Es geht um Dominanz und Herrschaft und den Willen über den Körper und das Leben der Frau zu bestimmen. Das ist das Motiv und die Ursache davon. Mhm. Ascha, du hast in deinem Buch ja im Grunde nicht mit dieser Spitze des Eisbergs so viel zu tun, sage ich mal, sondern beschreibst ja sehr gut, wie in Partnerschaften und dann eben auch bei Trennungen Gewalt auftreten kann, die vielleicht nicht unbedingt so zur Tötung direkt führt, aber die ja, also wenn man das eine als Spitze des Eisbergs nimmt, eben darunter liegt oder auch dazu führen kann im allerschlimmsten Fall. Was sind das so für Gewalterfahrungen, die, ja, mit denen du konfrontiert bist? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir tatsächlich, wenn wir von Femiziden sprechen, auch immer, das hast du jetzt auch gesagt, sehen, dass das die Spitze dieser Pyramide ist, der Frauenfeindlichkeit. Aber diese Pyramide, die hat auch verschiedene Ebenen und die hat ein Fundament. Und Gewalt beginnt eben nicht mit Würgen und einem Faustschlag, sondern mit einer Gesellschaft, die es hinnimmt, dass es massive wirtschaftliche Abhängigkeitsverhältnisse beispielsweise in Partnerschaften gibt, die dazu führen, dass Frauen sich deutlich schwerer aus Partnerschaften lösen können, ohne zu verarmen. Oder sie beginnt damit, dass generell Sexismus geduldet wird. Die Gewaltformen sind vielfältig. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das sehen. Dass wir sehen, dass es eben nicht nur körperliche Gewalt ist. Gewalt gegen Frauen und Femizide sind eben die Spitze des Eisbergs. Aber vorher gibt es zum Beispiel die psychische Form der Gewalt, die in Gerichtsverfahren kaum eine Rolle spielt. Also diese sehr subtile Form, die viele Betroffene erstmal selbst auch gar nicht wahrnehmen. Also sie beginnt damit, dass sie isoliert werden, dass sie sich weniger treffen mit Freundinnen, dass eine bestimmte Form von emotionaler Erpressung vom Partner ausgeübt wird. Wenn du jetzt nicht bleibst oder wenn du dich nicht um mich kümmerst, dann liebst du mich eigentlich gar nicht. Und dann isoliert sie sich und dann und sie merkt irgendwie gar nicht so richtig, was da passiert, dass sie immer einsamer wird und immer auch abhängiger wird, ne, von diesem Partner. Und gleichzeitig fehlt auch dieses Korrektiv von außen. Also es gibt dann niemanden mehr, der sagen kann, ey, Moment mal, da stimmt doch irgendwas nicht. Das musst du dir doch alles gar nicht geben. Und sie nimmt ihre eigene Wahrnehmung nicht mehr ernst. Also es wird dann so ein, die Wahrheit, was ist dann die Wahrheit? Das heißt, die Frauen sitzen dann vor mir und sagen dann, aber sie glauben mir, oder? Sie glauben mir doch jetzt, was ich jetzt sage, das ist klar. Und das hat nicht nur was mit dem Partner zu tun, das hat auch damit zu tun, dass vielen Betroffenen einfach per se nicht geglaubt wird. Dass es permanente Täter-Opfer-Umkehr gibt. Und zwar geht das durch alle gesellschaftlichen Bereiche. Ja, also nicht nur irgendwie Justiz oder nicht nur Staatsanwaltschaft, nicht nur die Polizei, sondern auch das soziale Umfeld.
Also wir werden Betroffene erleben, eine permanente Täter-Opfer-Umkehr, ein permanentes Shaming und so eine Verschiebung der Verantwortung. Das ist auch gewaltvoll. Das ist auch eine Form von struktureller Gewalt. Und so mit solchen massiven Widerständen sich dann auch noch aus einer Beziehung zu lösen, in der sie vielleicht jahrelang oder manche sogar jahrzehntelang misshandelt wurden und auch noch Kinder haben und irgendwie überleben müssen und sich neu organisieren müssen, das ist enorm schwierig. Mhm. Das heißt, es gibt eine Vorgeschichte vor dieser im Grunde Eskalation der Gewalt, wenn man so will. Ist das auch die Erfahrung, die du gemacht hast bei der Recherche, Julia, dass es immer so Anzeichen eigentlich gibt und vielleicht auch Vorzeichen, aber die nicht ernst genommen wurden? Auf jeden Fall, bei jedem Fall, den wir untersucht haben, ich weiß nicht, 10 oder 11 Fälle, und auch das, was Ascha gerade beschrieben hat, haben alle Betroffenen gesagt, dass ihnen nicht geglaubt wird, dass das auch immer heißt, naja, irgendwas wird sie ja auch gemacht haben und hätte sie nicht. Und warum hat sie sich denn dann getrennt? Also es ist auch, was ich so schwierig finde, ist die Frau kann es ja eigentlich nicht richtig machen. Ja. Also sie kann, wenn sie sich trennt, naja, sie hat ihn ja provoziert. Da gibt es ja sogar Gerichtsurteile bis hin zum BGH, die sagen ja, sie hat ja den Täter so provoziert, dass es ja total verständlich ist, dass er das gemacht hat. Aber die Provokation ist die Trennung, oder? In dem Fall, so wie der BGH das gesehen hat, ja. Und wenn sie aber in einer Beziehung verbleibt, also da hatten wir auch einen Fall jetzt aus dem Opferentschädigungsgesetz, wo eine Frau dann eben aufgrund der Traumata, die sie dadurch und posttraumatische Belastungsstörung Opferentschädigung haben wollte nach dem Opferentschädigungsgesetz, da hat das LAGI so in Berlin gesagt, naja, sie ist ja in dieser Beziehung geblieben. Also ist sie quasi selber schuld, weil sie sich der Gewalt ausgesetzt hat. Und das ist ja auch was ständig alle Betroffenen immer wieder hören. Wir glauben ihr quasi auch, oder die Gewalt wird ihnen nicht geglaubt, weil sie so lange in dieser Beziehung sind. Wenn das so schlimm war, dann warum bist du denn da nicht gegangen? Das ist das, was aber Ascha schon gesagt hat. Es ist so schwer, sich aus so einer Kontrolle erstmal, also auf der persönlichen Beziehung, daraus zu lösen. Und das Zweite sind eben diese massiven ökonomischen und sozialen Zwänge, auch was, egal was es ist, Gewaltschutz, Gerichtsverfahren, Anzeige, Polizei, es muss immer die Frau anstrengen, immer, also es ist immer von ihrem, sozusagen, sie muss das machen und sie muss das immer wieder einfordern und dann eben Kinder und Umgangsrecht und es ist Wahnsinn, also wir müssen wirklich, also ich habe eine große, große Bewunderung für alle Frauen, die das schaffen. Und die Vorgeschichte war immer da. Also selbst wenn es keine polizeiliche Intervention gab, gab es immer diese Geschichten mit extremer psychischer Kontrolle, psychische Gewalt, ökonomische Gewalt, diese Isolation, die ist eigentlich immer da gewesen in allen Fällen, die wir betrachtet haben. Und es gibt auch die britische Kriminologin Jane Monckton-Smith, die hat so ein 8-Stufen-Modell entwickelt, die verschiedenen Phasen, wie das sozusagen eskaliert bis hin zum Femizid, die konnten wir fast an allen Fällen quasi genauso ablesen. Und was ich erschreckend fand, die deutsche Professorin Luise Kreul, die hat das schon vor 20 Jahren beschrieben. Also es gab 2003 oder 2004, ich weiß es nicht mehr ganz genau, gab es einen Handlungsleitfaden für die Polizei mit genau auch so einem Stufenmodell. Und da ist verbreitet inzwischen in einigen Polizeidirektionen, aber auch nicht in allen. Und man weiß das eigentlich. Und das finde ich eigentlich das Erschreckende an dieser Geschichte. Das ist gut erforscht, aber es ist halt nicht weit verbreitet oder nicht weit genug. Und vor allem nicht in der großen Masse der Institutionen, also Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichte und so weiter. Und das Zweite ist eben auch in der Gesellschaft überhaupt kein Bewusstsein vorhanden. Auch dieses immer wieder völlig unerklärlich passiert das dann. Aber es ist eben, wie gesagt, tatsächlich die Spitze des Eisberges. Und man kann diese Anzeichen tatsächlich erkennen. Es gibt ja sogar Analysetools, Gefährdungseinschätzungen, Risiko, gibt es ja alles. Ja. Man müsste es nur wirklich breit anwenden und Gesellschaft auch, wie sie schon sagte, man muss auch früher eingreifen und sagen, hey, es ist nicht okay,
wenn du deine Freundin kontrollierst, wenn du ihr sagst, was sie anziehen soll, wann sie rausgehen darf und so weiter, oder auch vor anderen schlecht machst. Also da fängt es wirklich schon an. Da fängt es an. Also wenn jemand oder der Partner seine Partnerin vor anderen ja lächerlich macht zum Beispiel, das ist quasi schon eine Stufe. Muss nicht zwangsläufig im Femizid enden. Nein, klar. Aber auch das ist in der Gesellschaft ist es so, dass es tatsächlich noch akzeptiert ist, oder man sagt ja halt nichts. Ne? Und da, wenn man sozusagen da früh einschreiten würde oder das gesellschaftlich mehr geächtet würde, würde es vielleicht dann in den einzelnen Fällen der Femizide dann nicht so weit kommen. Ja, das ist dann kein Fall für die Polizei, aber vielleicht für Freunde und Bekannte, die daneben sitzen, mal zu sagen, hey, wie redest du denn mit deiner Frau oder über deine Frau? Jetzt haben wir gerade gehört, okay, es gibt also verschiedene Vorstufen. Das bedeutet ja auch, man könnte immer wieder versuchen einzugreifen und zu helfen und um zu verhindern, dass es überhaupt erst eskaliert. Und es gibt die Istanbul-Konvention, die ja genau das auch versucht, international in verschiedenen Ländern durchzusetzen, dass eben Frauen vor Gewalt geschützt werden. Jetzt Karin, ich weiß, das ist ein Thema, über das du sehr gerne sprichst. Vielleicht kurz nur für alle, die davon noch nie gehört haben, was vielleicht der Fall sein könnte. Was ist die Istanbul-Konvention? Was gibt die uns an Werkzeugen eigentlich an die Hand? Ja, die sogenannte Istanbul-Konvention, also die heißt so, weil sie in Istanbul unterzeichnet wurde, weil der Europarat in dem Jahr, wo das war, 2. Mai 2011, hatte die Türkei den Vorsitz des Europarates und es wurde deshalb dort unterzeichnet und deshalb heißt sie kurz so. Das volle Name ist das Übereinkommen des Europarates für die Verhütung und die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Bisschen lang. Und das ist ein Menschenrechtsübereinkommen, ein Menschenrechtsvertrag. Vergleichbar, also es gibt ja, also gut, wir haben ja hier ein Menschenrechtspublikum, da muss ich gleich jetzt, glaube ich, nicht tiefer drauf eingehen, was eine Konvention ist, eine Menschenrechtskonvention. Und das ist die umfassendste, die es gibt weltweit zum Thema Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt. Und die wurde 2011 entwickelt, damals basierend auf dem ganzen Wissen, was bis dahin schon angesammelt wurde. Und Julia, wie du eben beschrieben hast, es gibt ja schon Forschung bis zurück in die 80er, 70er Jahre. Es gibt viele Dinge, da weiß man, was man machen muss. Und die Leute aus der Praxis, wie die Frauenberatungsstellen beispielsweise, die wissen das alles schon sehr, sehr lang und fordern das auch schon sehr lang. Es war halt nur bisher nie von Regierungen wirklich, auch von der deutschen Regierung, nicht wirklich als solches anerkannt. Und die Istanbul-Konvention bringt nun all dieses Wissen zusammen und legt in einer 81 Artikel umfassenden Konvention alles, was es braucht, aus den also diese vier Bereiche. Man spricht im Englischen immer von den Four P's, wenn es um das Thema Gewalt gegen Frauen geht, also Prävention, Protection, Schutz, Prosecution, also die Strafverfolgung und dann Coordinated Policies. Das ist wirklich alles, dass die Regierung das wirklich als ein umfassendes Thema betrachtet und dass es nicht, ich sag mal ein bisschen flapsig, dass es nicht immer so in die Ecke vom Frauenministerium abgestellt wird und alle anderen sich aus ihrer Verantwortung ziehen. Und all das, also all diese Bereiche, Schutz, Prävention, was mir auch besonders wichtig ist, weil wenn wir in eine gewaltfreie Welt anstreben, dann ist es ja wichtig, dass die Gewalt verhindert wird, bevor sie überhaupt passiert. Da gibt es ein ganzes Kapitel zur Prävention, Definition von Straftatbeständen, Details zur Strafverfolgung, die Rechte der Opfer stehen bei allem immer im Zentrum. Und also es ist ein sehr umfassendes Dokument, eigentlich ein toller, also es liest sich wie so ein Aktionsplan. Und das Schöne ist, dass die BRD das ratifiziert hat und dass die seit Anfang Februar 2018 bereits hier in Deutschland auch in Kraft ist. Und jetzt geht es in Anführungszeichen nur noch darum, sie auch vollständig umzusetzen. Aber wie weit sind wir denn da mit der Umsetzung? Also gibt es da so ein Gradmesser, so ein Loading-Balken, dass man sagen kann, so jetzt haben wir 50% erreicht oder so? Also, Ja, gewissermaßen. Also es gibt einen Überprüfungsmechanismus, das heißt GREVIO, das hat man vielleicht auch mal gelesen in der einen oder anderen Berichterstattung. Das ist ein ExpertInnen-Gremium des Europarats, das überprüft, ob die Regierung oder inwiefern die Regierungen die Konvention umgesetzt haben. Und Deutschland wurde im vergangenen Jahr überprüft. Da wurde der Bericht veröffentlicht, das war, glaube ich, im September, ne? Oder? Ich weiß schon gar mehr. Anyway, auf jeden Fall, also es wurde der Bericht veröffentlicht bezüglich, was in Deutschland schon
umgesetzt ist und was alles in Deutschland noch nicht umgesetzt ist. Und das ist sehr umfassend. Also das Nicht-Umgesetzte. Richtig, ja. Ja. Und also der Loading-Balken, ja, keine Ahnung, wäre tatsächlich interessant, das mal so zu visualisieren. Aber es gibt noch einiges zu tun und allem voran die Tatsache, dass es in Deutschland einfach bisher noch auf Bundesebene noch keine umfassende Strategie gibt. Also bisher ist es tatsächlich so, dass es so ein bisschen abgestellt ist in die Ministeriumsecke bei dem Familienministerium. Die Regierung ist jetzt dran, eine Gesamtstrategie zu entwickeln. Wir sind alle sehr gespannt, wie die wird. Vielleicht wird die total gut und das wird dann alles super in Zukunft. In Deutschland haben wir auch durch das föderale System, das ist auch, was Julia eben beschrieben hat, ne? Es ist ja in jedem Bundesland, ist ja auch, also wie die Polizei auch mit Fällen umgeht und ob es solche Hochrisikomanagement-Mechanismen gibt und so. Es ist von Bundesland zu Bundesland ja auch verschieden und auch andere Bereiche der Umsetzung der Konvention. Also es ist in Deutschland auch so ein bisschen ein Postleitzahlen-Lotteriespiel gewissermaßen, wie gut der Schutz also und die Prävention und die Betreuung von Betroffenen und die Strafverfolgung funktioniert. Ja, Katharina Wulff, wie ist es in Schleswig-Holstein? Ja, wir reden auch sehr gerne über die Istanbul-Konvention, ja, weil wir wirklich sagen, überratet Politik. Das ist ein auch, oder? Meilenstein, genau. Wir machen als Landesverband für die Frauenberatungsstelle die Begleitung der Umsetzung der Istanbul-Konvention in Schleswig-Holstein. Und wir fassen die Istanbul-Konvention immer in einem Satz zusammen, weil du hast gesagt, 81 Artikel, da sind irgendwie 300 Anmerkungen noch dahinter. Es lohnt sich wirklich, das zu lesen mit den Anmerkungen. Aber wir sagen mal, wer dafür keine Zeit hat, der merke sich den einen Satz, unfair ist gefährlich. So, weil das ist das im Grunde, was ihr beide gerade schon beschrieben habt, nämlich wir haben immer noch keine Gleichberechtigung und diese Gleichberechtigung führt am Ende dazu zu schwerer Gewalt gegen Frauen bis hin zu Mord an Frauen, Tötungsdelikte an Frauen in nicht allen Haushalten, ne, der, so, wenn man so eine Masse vorstellt, aber in vielen Haushalten so. Und hier gibt es eben ein breites Fundament dafür und das beschreibt die Istanbul-Konvention und das wurde vom deutschen Staat ratifiziert. Das finden wir auch großartig, erstmal so im ersten Schritt und Step. In Schleswig-Holstein hat die Regierung schon 2018 auch Geld in die Hand genommen für diese Begleitung der Umsetzung, die wir dann angetreten sind. Und natürlich ist das ein Riesending. Ne? Also die Istanbul-Konvention, die hat Artikel zum Thema Bildung, zum Thema Medien, zum Thema Hilfeeinrichtungen natürlich. Und das betrifft so viele Bereiche, dass wir damit längst nicht fertig sind. Aber wir haben uns ein paar sehr wichtige rausgesucht, unter anderem das Gefährdungsmanagement, das ihr auch schon angesprochen habt, wo wir jetzt sehr intensiv daran arbeiten. Was ist Gefährdungsmanagement genau? Genau, das hat die Julia gerade schon angedeutet, nämlich im Grunde bedeutet Gefährdungsmanagement, ich sitze mit anderen Institutionen an einem Tisch. Es taucht zum Beispiel jetzt aus Sicht der Beratungsstellen, es taucht bei mir eine Frau auf, die, von der ich das Gefühl habe, oh, die ist, glaube ich, wirklich hochgefährdet. Und dann habe ich einen Analysebogen, der ist wissenschaftlich erarbeitet und gehe mit ihr ein paar Fragen durch. Und am Ende gibt es da eine Punktzahl und die Punktzahl sagt dann aus, ist ein High Risk oder es besteht nicht so hohe Gewalt. So, und wenn ich einen High-Risk-Fall habe, dann bringe ich den an den Tisch mit anderen Institutionen, wenn die Frau zustimmt. Und dann kann ich dazu holen, das Jugendamt, die Polizei, eventuell die Zuwanderungsbehörde, wenn das von Relevanz ist, eventuell das Jobcenter. Also alle, die irgendwie mit dem Fall zu tun haben könnten. Und wir tragen das Wissen zusammen und dann kommt eben nach und nach auch raus vielleicht Dinge, von denen die Beratungsstelle noch gar keine Kenntnis hatte. Nämlich die Polizei war schon 3, 4, 5 Mal dort zum Einsatz. Und es kristallisiert sich heraus, oh, wir müssen an einem Strang ziehen, um sie zu schützen. Und das ist nicht so leicht und es scheitert sehr oft. So, und das ist jedes Mal ein schlechtes Signal an alle Frauen, die vielleicht noch zu Hause betroffen sind und sich überlegen, trenne ich mich vielleicht? Ja. Und genau, also bin ich geschützt oder bin ich nicht geschützt? Das ist ja die Frage. Ja, da schlägt sich ganz gut der Bogen zu dem, was Ascha vorhin auch gesagt hat. Also, oder auch im Buch beschreibst du ja sehr schön, du beschreibst es einfach, dass so viele Frauen gerade dann in verschiedenen Systemen und insbesondere auch dieses Hilfesystem, das sogenannte vor Gericht, ja keine Hilfe bekommen. Und da eben die Gefahr oder die Gefährdung, die diese Frau hat, Gewalt zu erfahren oder auch schon, wenn sie Gewalt erfahren hat,
oft gar nicht ernst genommen wird. Hast du mal einen Fall vielleicht als Beispiel, dass man sich das vorstellen kann, wie das läuft? Also wir haben ja jetzt nicht unendlich viel Zeit. Deswegen vielleicht, also innerhalb der Justiz könnte man von vielen Momenten erzählen, in denen es schwierig oder falsch läuft. Aber ich bin ja Familienrechtsanwältin vor allem. Das heißt, ich vertrete gewaltbetroffene Frauen auch in ihren Kindschaftsverfahren. Das bedeutet, wenn sich ein Paar trennt, dann und die gemeinsame Kinder haben, dann kann es sein, dass sie beispielsweise ein Gewaltschutzverfahren führt und wir erfolgreich damit sind, dass er sich ihr nicht mehr nähern darf, er die Wohnung nicht mehr betreten darf. Also das Gericht erkennt an, dass es eine gewisse Bedrohungssituation gibt. Und dann ist dieser Termin beendet, formal. Dann schließt der Richter die Akte und sagt, jetzt eröffnen wir das Verfahren zum Umgang. Eine Minute später, dann wird diese Umgangsakte geöffnet. Und in diesem Umgangsverfahren, was quasi dann direkt danach stattfindet, heißt es dann, dass sofort wieder das Besuchsrecht oder das Umgangsrecht des Vaters, der gewalttätige Ex-Partner und gleichzeitig Vater, dass der sofort wieder den Umgang bekommen soll, die Umgangsrechte mit dem Kind. Und ganz unabhängig davon, was eben vorher passiert ist, weil es soll ganz schnell wieder zu einer Normalität für das Kind kommen, was auch immer diese Normalität dann bedeutet in diesen jeweiligen Verfahren. Aber das führt quasi dazu, dass die Mutter in sehr vielen Fällen immer wieder auf den gewalttätigen Ex-Partner treffen muss, zur Übergabe des Kindes. Das sind Momente, die gefährlich sind. Ich hatte Verfahren, in denen es bei der Umgangsübergabe zu gewalttätigen Übergriffen gekommen ist, also zu einem Nasenbeinbruch beispielsweise. Und da muss man ganz klar sagen, dass es, also wenn ein Staat es nicht schafft, die Frau in so einer Situation zu schützen, dann ist das eine Menschenrechtsverletzung. Mit dem Wissen, dass es also wenn es so eine Bedrohungslage ist, dass es zu Gewalt kommen kann und trotzdem zwingt ein Gericht diese Frau zu den Umgangsübergaben, dann, und es kommt dann zur Gewalt, dann ist es eine Menschenrechtsverletzung. Und das findet immer noch viel zu häufig statt. Und das hat nicht nur, ich möchte nur noch diesen einen Punkt setzen, ich bin dann fertig. Das hat eben nicht nur die Gefährdung für die Mutter, also das ist ja nicht nur gefährlich für die Frau, sondern da sind ja auch noch Kinder dabei. Das heißt, dieses Miterleben, dass dem Vater keine Grenzen gesetzt werden, dass die Mutter immer weiter Gewalt erfährt, dass sie sogar institutionelle Gewalt durch das Gericht erfährt, das macht was mit diesem kleinen Menschen. Und das führt letztendlich dazu, dass, und dazu gibt es auch Studien, dass die Gewalt immer weiter vererbt wird. Das heißt, die Betroffenen, also die Kinder, die mit betroffen sind und Partnerschaftsgewalt miterleben, die sind später im Leben häufiger oder haben ein höheres Risiko, später im Erwachsenenleben Täter oder Opfer zu werden, auch wieder von Partnerschaftsgewalt. Und da beginnt die Prävention, bei den Jüngsten. Und da muss mehr hingeschaut werden und gemacht werden. Mhm. Ich habe da Zahlen aus Schleswig-Holstein, wo du es gerade gesagt hast, die Umgangssituationen, da haben wir tatsächlich jetzt auch gerade einen Fall mit einem zweifachen versuchten Tötungsdelikt gegen den Vater und die Mutter, den neuen Partner und die Mutter.
Und wir haben uns seit 2018 mal angeguckt, wie viele Tötungsdelikte haben wir eigentlich in Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein hat nicht mal 3 Millionen EinwohnerInnen, also nicht mal so groß wie Berlin. Haben wir 47 Tattage und Tatorte, wo eben eine Person oder mehrere Personen Opfer eines Tötungsdeliktes geworden sind. Und wir haben mal geschaut, das sind alles nur die Pressebekannten, ne? Das sind eigentlich noch mehr. Wie viele Kinder waren dort eigentlich involviert, die jetzt auch in der Zeitung ersichtlich waren, und haben festgestellt, dass 51 minderjährige Kinder involviert waren und 21 von diesen, das fand ich besonders erschreckend, seit 2018 21 Kinder, die in das Tatgeschehen direkt involviert waren, also die quasi dabei waren, im Nebenraum waren oder auf andere Weise benutzt wurden, um das möglich zu machen. Also das ist, ne, der einen Tochter wurde quasi der Schlüssel abgenommen, um dann in diese Wohnung zu gehen. So, und was macht das mit so einem Kind, dass das das Ergebnis ist? Ne? Das ist schlimm, wirklich. Hm. Ja. Naja, und ich frage mich immer, diese Fälle sind so wahnsinnig häufig. Also ich bin jetzt gerade dabei, einen Film vorzubereiten für den November, und bin mit vielen betroffenen Gruppen vernetzt und so weiter, die alle sofort geschrieben, Umgangsrecht. Also das ist das Schlimmste sozusagen. Und das Zweite ist Strafrecht, weil also die Strafverfolgung von häuslicher Gewalt ist fast nicht existent, muss man sagen, bei leichterer Gewalt. Und psychische Gewalt wird überhaupt nicht, also gar nicht ernst genommen. Und ich habe versucht, Zahlen rauszubekommen. Es ist sehr, sehr schwierig, aber ältere Zahlen sagen, dass 80% der Strafverfahren, die mit häuslicher Gewalt zusammenhängen, eingestellt werden. Es gab eine Untersuchung in Thüringen, da gab es eine Staatsanwaltschaft, die hat sogar alle Strafverfahren, die damit zusammenhängen, eingestellt, also kein einziges weiter verfolgt. Das ist das eine. Und das zweite ist, dieses Umgangsrecht ist auch deswegen so fürchterlich, finde ich, weil viele Frauen denken, ich habe es geschafft, ich habe mich getrennt, ich bin jetzt endlich raus. Und dann fängt es also fast noch schlimmer an, weil die Täter häuslicher Gewalt sind ja sehr manipulativ und kontrollierend und können über diese Kinder diese Gewalt weiterhin ausüben. Und auch bei den Untersuchungen zu Femiziden kam raus, dass bei einem Fünftel der Femizide die Kinder mitgetötet werden. Oder wenn man Täter der Frau nicht habhaft werden können, weil sie eben geschützt ist, werden die Kinder quasi stellvertretend getötet. Davon haben wir 2 Fälle im Buch. Weil die Kinder beim Vater zum Umgang waren, quasi als Strafe für die Frau, das Liebste, was sie hat, töten. Das heißt, es ist hochgefährlich, solche Situationen. Und wie sie schon sagte, Ascha, das wird überhaupt nicht anerkannt. Also manche Gerichte tun das inzwischen, aber die vielen Fälle, die auflaufen, sind einfach ein Zeichen dafür, dass es nicht ernst genug genommen wird. Ist das überhaupt vereinbar mit dem, was in der Istanbul-Konvention festgeschrieben ist? Oder wie müsste es denn eigentlich laufen? Wer auch immer gerade dazu was sagen möchte. Also wir haben in der Istanbul-Konvention ja nicht nur eine Verpflichtung zu Prävention und Schutz, sondern wir haben auch eine Verpflichtung, uns diese Fälle, in denen es so katastrophal gelaufen ist, und ich finde, das passiert noch so wenig. Wir wissen, wie man Femizide definiert, und wir wissen, was sind die einzelnen Red Flags quasi, bis sowas passiert, die einzelnen Stationen und Stages, und da gibt es alles, es ist wissenschaftlich gut untersucht. Aber was noch zu wenig passiert und wozu uns die Istanbul-Konvention verpflichtet ist, auch zu evaluieren, warum ist es zu den Taten gekommen, und zwar auf der Seite der Interventionskette. Also sich die Fälle anzugucken und zu gucken, gab es eine Gefährderansprache? Wurde die Frau ernst genommen bei der Polizei? Gab es ein Kontakt- und Näherungsverbot? Wurden Übertretungen gemeldet? Was ist dann passiert? Mhm. In der Regel, das ist ja immer der große Kritikpunkt, die Frau hat eine einstweilige Anordnung, er darf sich ihr nicht nähern, er darf sich auch dem Kindergarten und der Schule nicht nähern, er tut es trotzdem, das ist dann auf einmal keine Eilsache bei Gericht, es wird ewig verhandelt, da gibt es ein Ordnungsgeld. Also das Gesetz bietet uns eigentlich Möglichkeiten, den Täter auch in Haft zu nehmen. Aber es passiert ganz, 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 ganz selten. Also wir haben jetzt das erste Mal in Schleswig-Holstein, gerade vor kurzem, weil wir auch wirklich viel Lobbyarbeit gemacht haben, viel sensibilisiert haben, das erste Mal 30 Tage Ordnungshaft. Und alle haben aufgeatmet, oh, jetzt können wir endlich mal ein bisschen was regeln, ohne dass der permanent Steine ins Fenster wirft oder die Frau bedroht oder wieder übergriffig wird. 30 Tage. Das stimmt. Boah. Da wird genickt anerkannt. Also das passiert einfach sehr, sehr selten. Und was wir eigentlich fordern als Landesverband Frauenberatung ist, dass wir sagen, wir müssen uns
diese Fälle eben dahingehend angucken. Warum gab es keine Ordnungshaft? Warum gab es nur ein Ordnungsgeld? Oder warum haben wir uns darüber gewundert, dass die Frau die Übertretung nicht gemeldet hat? Ja, weil sie weiß, es nützt ja nichts. Ne? Das heißt, diese Frauen, ne, wir sagen oft, die trennen sich nicht, die wehren sich nicht, aber sie wehren sich schon. Nur merken sie, dass ihre Maßnahmen nicht zielführend sind. So, und deswegen verpflichtet uns die Istanbul-Konvention eben bei diesen Tötungsdelikten, versuchten Tötungen und auch Tötungen zu evaluieren, warum hat der Schutz nicht gewirkt? Wo ist die Lücke? So, und viele dieser Taten, also insbesondere die Trennungstötungen, die, glaube ich, bei den Femiziden anteilig am häufigsten sind. Ich weiß nicht, in Westeuropa. In Westeuropa, also in, ja. Aber wenn wir jetzt über Deutschland sprechen, die haben einfach sehr, sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Und Gemeinsamkeiten befällen bedeutet, wir haben dort auch immer die gleiche Schutzlücke. So, und die ist leicht zu finden. Und das, da versuchen wir jetzt gerade darauf hinzuarbeiten, dass das mal gemacht wird. Das heißt aber wahrscheinlich, es braucht Aufklärungsarbeit auch an den entsprechenden Institutionen und Stellen, die an den verschiedenen Stufen, die es davor gibt, eingreifen könnten. Also wenn eine Frau zur Polizei geht, was ja schon wahrscheinlich eine hohe Hürde ist, braucht es dann ja dort auch entsprechende Menschen, die das ernst nehmen, die auch wissen, was zu tun ist. Oder passiert das? Wir brauchen vor allem eine Fehlerkultur. Ne? Also wir brauchen, dann gibt es einen Innen- und Rechtsausschuss, da stellt sich die Polizei hin und sagt, wir haben alles richtig gemacht. Und dann steht man fassungslos davor und denkt, ja, drei Menschen sind tot, aber die stehen da und sagen, sie haben alles richtig gemacht. So, also uns reicht das nicht. Und deswegen sagen wir, wir brauchen eine Fehlerkultur, wir müssen auch anerkennen, dass so wie wir, also ich glaube im Gesetz, also es gibt ja auch immer den Ruf nach schärferen Gesetzen, ich glaube, dass wir im Gesetz noch viel Potenzial haben, was gehoben werden kann, wenn wir denn tiefer in die Schublade greifen, so. Sondern wir greifen immer nur oberflächlich da rein, es dauert ewig lange und das nützt der Frau dann wenig. Mhm. Karin, wie ist es bei euch bei der Malisa-Stiftung, was sind so eure Hauptschwerpunkte für die Aufklärung auch? Also wen adressiert ihr da, um möglichst viel zu erreichen? Ja, unser Schwerpunkt liegt auf der Rolle der Medien und der Kulturbranche und insbesondere der audiovisuellen Medien. Unser Ansatz ist, dass, also man weiß ja, dass also so die, wirklich so die absolute Grundlage der Prävention von Gewalt gegen Frauen hängt auch damit zusammen, mit welchen Stereotypen Bilder wir über Geschlechter und was, also über Geschlechterrollen und was angemessenes Verhalten ist von Menschen verschiedener Geschlechter. Dass das ganz eng miteinander zusammenhängt. Und deshalb beschäftigen wir uns einmal mit der Art und Weise insgesamt, wie unterschiedliche Geschlechter in den Medien, in den audiovisuellen Medien dargestellt werden, wer in welchen Rollen vorkommt und wie stereotyp das ist. Und wir haben uns im Kontext dessen auch angeschaut, wie Gewalt gegen Frauen oder insgesamt geschlechtsspezifische Gewalt im deutschen Fernsehen angeschaut wird. Also da haben wir mit der Hochschule Wismar zusammengearbeitet und da wurde ein repräsentatives Sample vom deutschen Fernsehprogramm damals aus dem Jahr 2020 analysiert, daraufhin, wie geschlechtsspezifische Gewalt vorkommt. Und was ganz interessant war, dass das Thema häufig vorkommt und meistens als direkt gezeigte schwere Gewalt gegen Frauen oder Kinder. In einem Drittel aller Sendungen, wurde der Zeitrahmen 18 bis 22 Uhr untersucht. Und in einem Drittel aller Sendungen kam das Thema vor. Wow. Ein Großteil, also auch in allen Programmsparten, also Information, alles was so Nachrichten und Doku und Talkshows und so weiter ist, politische Sendungen und auch so Unterhaltungsshows und so weiter auch. Und der größte Anteil war in Fiktion und das hängt auch, und darin der größte Abschnitt wiederum war ein Krimi. Also Deutschland ist Krimiland und das hat ja in der Regel qua Genre sozusagen dann mit einem Mord zu tun und da kam es dann am häufigsten vor. Und dadurch ergibt sich auch, dass es auch eine Verzerrung gibt von der Häufigkeit der Gewalttaten, die im Fernsehen gezeigt werden, wie sie in der Realität vorkommen. Also Morde kommen deutlich häufiger vor, als jetzt der Anteil von Tötungsdelikten ist. Also Frauen, die Körperverletzung erfahren, sind in der Realität deutlich in der polizeilichen Kriminalstatistik deutlich häufiger als Frauen, die getötet werden.
Die Art von Gewalt gegen Frauen, die am häufigsten in Deutschland vorkommt, ist sexuelle Belästigung. Also jetzt nicht nach der polizeilichen Kriminalstatistik, weil das selten angezeigt wird, aber Dunkelfeldstudien, also Befragungen von Betroffenen zeigen das. Also über um die 60% der Frauen und in bestimmten, also es gibt auch noch andere Erhebungen, da ist der Anteil noch höher, haben sexuelle Belästigung erfahren. Das ist jetzt, spiegelt sich auch nicht wieder in dem, was man sieht. Also auch in der Berichterstattung sind es dann häufig eher die spektakulären Fälle, die dann als berichtenswert sozusagen scheinbar gelten. Und was auch interessant war, war nicht nur, was gezeigt wurde, sondern auch, was nicht gezeigt wurde, also was sozusagen ausgeblendet ist. Und wenn wir betrachten, dass ja die, gerade die audiovisuellen Medien so stark unsere Wahrnehmung prägen und nicht nur die Wahrnehmung von uns, wie wir hier sitzen, sondern auch die Wahrnehmung von Leuten, die in den Gerichten arbeiten, von Leuten, die in der Polizei arbeiten, von Leuten, die in, was weiß ich, die halt für im Jugendamt und dann für Umgangsrecht zuständig sind und so weiter und so fort. Die werden dadurch geprägt. Und was selten vorkam, war die Perspektive der Betroffenen. Mhm. Es gab nur 8%. Wo dezidiert aus der Perspektive der Betroffenen, wo die Betroffenen zu Wort kamen. Es waren, also die strukturelle Dimension der Gewalt wurde auch sehr selten angesprochen. Also es war dann eher so als ein ja, spektakulärer Einzelfall oder im Krimi, ne? Also dann irgendwelche ganz schlimmen Verbrechen oder auch die sogenannten Eifersuchtsdramen etc. Was auch wenn man bedenkt, ne, wir kennen ja alle die Zahlen, in Deutschland hat jede dritte Frau körperliche und oder sexualisierte Gewalt erlebt. Was auch im deutschen Fernsehen nicht vorkommt, ist, dass es vorab Hinweise über die Inhalte gibt, was natürlich ein Risiko der Retraumatisierung birgt für die Frauen, die schon mal Gewalt erlebt haben und die dann abends vorm Fernseher sitzen und dann plötzlich damit konfrontiert werden. Was in Deutschland auch, also ich spreche vom Jahr 2020, ne, was auch noch nicht oder nur einmal, glaube ich, vorkam im ganzen Sample, war, dass eingeblendet wurde, wo man sich hinwenden kann, wenn man betroffen ist und Unterstützung braucht. Ja, ein weiterer Punkt, der auch, also und so dieses verzerrte Bild, was ich eben beschrieben habe, was halt vorkommt im Fernsehen und was nicht, das prägt ja halt auch unsere Wahrnehmung. Und eine Sache, die auch nicht vorkommt, sind Frauen, die sich erfolgreich wehren. Mhm. Und da gibt es ja auch, es gibt ja die Zahl von der damals, glaube ich, schon der Polizei Hannover, dass in, also Frauen, die im öffentlichen Raum angegriffen wurden, in 80% der Fälle, wenn die sich gewehrt haben, haben sie die Gewalt beendet. Und wenn man sich aber Krimis anschaut, käme man nie auf die Idee, dass Frauen sich so erfolgreich gegen Gewalt wehren können. Weil die, also das Bild, was ja viel stärker verbreitet ist, wenn man die Fernsehprogramme anschaut, das sind Frauen, die angegriffen werden und dann wehren sie sich noch ein bisschen, aber dann werden sie dennoch überwältigt und im besten Fall kommt dann später ein Mann, der sie dann wieder rettet aus der Situation. Das ist das Bild, was uns vermittelt wird und es hat mit der Realität halt nicht so viel zu tun. Und damit haben die Rolle so eine, wie so eine Hebelwirkung oder so eine Verstärkerwirkung auf das, wie wir alle über dieses Thema denken und auch wie schnell oder langsam halt auch die Wahrnehmung sich ändern kann, auch über die Möglichkeit, dass wir Gewalt gegen Frauen beenden können. Dass das eine Möglichkeit ist. Ich weiß nicht, wie viele Leute denken, dass das möglich ist, weil wir sind so darauf geprägt, dass es war schon immer da und das ist so schlimm und ach herrje und wir müssen den Betroffenen helfen. Natürlich müssen wir das, aber das Ding ist, unser Ziel ist ja eigentlich, die Gewalt zu beenden. Und da könnten ja auch Utopien erzählt werden. Es könnten ja auch Utopien, also natürlich muss das Thema auch vorkommen in den Medien, weil es auch in der Realität vorkommt. Aber wo sind die Räume, die uns helfen, uns vorzustellen, wie unsere Welt aussehen wird, wenn wir es geschafft haben, die Gewalt zu beenden? Das finde ich eine sehr spannende Frage. Und ich fände es auch spannend, so eine Studie mal zu True Crime Podcasts zu sehen, ehrlich gesagt. Weil das da ja auch immer eine sehr große Rolle spielt. Aber die Frage, wie könnten wir die Gewalt beenden, da würde ich gerne noch mal zu dir kommen, Julia, weil du ja auch sagst, wir müssen viel mehr über die Täter sprechen. Es wird immer gefragt, was können die Frauen tun, was können die Frauen tun. Mhm. Aber eigentlich sind die, und da sind wir bei dem Thema Gewalt beenden, die Gewalt beenden können, ja die Täter. Wie fangen wir das an? Oder wo könnte man ansetzen? Da gibt es auch verschiedene Dimensionen. Also erstmal ist es natürlich, was wir am Anfang hatten, dieses, dass wir auch im gesellschaftlichen Bereich Täter ansprechen und sagen, hier, also die Frau wird ja ständig gefragt, warum hast du das und das und das nicht gemacht? Aber ich glaube, Täter werden sehr selten gefragt, warum machst du das eigentlich?
also, oder was ist eigentlich mit dir falsch, dass man ihn auch darauf hinweist, dass das so nicht geht, ne? Und das Zweite ist natürlich Täterarbeit, also das ist quasi eher eine Beratung. Also ich habe auch lange Interviews geführt mit Menschen, die in diesem Bereich arbeiten. Da geht es darum, dass man Täter von Partnerschaftsgewalt möglichst frühzeitig in so ein Programm reinbringt und guckt, mit denen zu arbeiten, weil sie häufig keine Konfliktbewältigungsstrategien haben außer Gewalt. Also weil sie einfach nichts anderes kennen und weil sie auch Verantwortung übernehmen müssen. Weil diese Schuldumkehr, dieses du bist ja schuld, geht häufig oder eigentlich immer vom Täter aus. Also der Vorsitzende der BAG Täterarbeit hat zu mir gesagt, oder auch von Stop Stalking in Berlin, ich habe noch keinen Täter von Partnerschaftsgewalt und noch keinen Stalking-Täter erlebt, der nicht die Schuld beim Opfer gesucht hat oder bei der Betroffenen. Man muss den Männern klar machen, das ist deine Verantwortung. Du bist das Problem und nicht die Frau. Und auch deine Taten haben Konsequenzen. Und deine Frau oder die Frau hatte Recht zu gehen. Das war ein guter Schritt. Also wenn man das festsetzen könnte in den Köpfen der Täter und auch vor allem in der Erziehung, auch bei Kindern und so weiter, wäre das ein großer Schritt. Und es gibt einfach auch Verordnungen zur Täterarbeit, finde ich, zum Beispiel bei Umgangsrecht, dass man sagt, hier, wir müssen gucken, ich vergleiche das immer gerne mit Alkohol, ne? Also was passiert, wenn jemand einen Führerschein verliert, wie oft der nachweisen muss, dass er abstinent geblieben ist, dass er das, bis er seinen Führerschein wiederbekommt oder sie. Und ein gewaltvoller Mensch, der offensichtlich eine Impulskontrolle, ein Konfliktbewältigungsproblem hat, das er mit Gewalt löst, der kann dann im Zweifel sogar kurz nach der Gewalttat Kinder wiedersehen. Ne? Also dass man einfach Programme, auch bei Sucht wird auch sofort gesagt, okay, wir machen hier jetzt einen Zwang und du musst das machen. Also ich sage jetzt mal, egal, ob es was bringt oder nicht. Und bei Tätern wird gesagt, naja, es bringt ja eh nichts. Aber einfach mal, es ist natürlich schwierig, mit Tätern zu arbeiten. Es ist schwierig, aber es wenigstens zu versuchen. Und wenn es gute Täterarbeiter sind, die sagen, wir haben selbst Menschen, die unter Zwang, unter einer Auflage zu uns kamen, dazu gebracht, darüber zu reflektieren. Also das einfach öfter zur Auflage zu machen, standardisiert. Ne? Es fängt schon damit an, dass man bei der polizeilichen Intervention ist es inzwischen Standard, Frauen an eine Betroffenenstelle, also Beratungsstelle zu verweisen. Es ist nicht standardisiert, in den Bundesländern die Täter zu einer Täterarbeitsstelle zu weisen. Es ist ein großes Problem der Finanzierung. Ich weiß, dass es hier in Berlin große Streit gab, auch um die Finanzierung dieser Täterarbeitsstellen und so weiter. Das ist ein Riesenproblem. Und was auch in dem Kontext ganz spannend ist, es gab in Großbritannien gab es eine Untersuchung, welche Art von Täterprogrammen funktionieren. Und die, also jetzt mal ganz verkürzt gesagt, was sich gezeigt hat, war, dass die, wo die Männer ihre Vorstellung von Männlichkeit und von Geschlechterrollen hinterfragen, dass das diejenigen sind, die am besten funktionieren. Ja, das ist sicherlich ein weites Feld, über das man sprechen kann, aber es wenigstens zu versuchen. Und momentan ist es so, dass das Einzige, wenn das überhaupt funktioniert, nach meiner momentanen Recherche bin ich da ein bisschen skeptisch, um es gelinde auszudrücken, momentan gibt es nur das Strafrecht. Mhm. Also, und das ist bei häuslicher, also Partnerschaftsgewalt, Bewährungsstrafe, wenn überhaupt. Und da ist die meisten Täter spüren in keinster Weise irgendeine Konsequenz für das, was sie tun. Und das ist, also, ja, ja. Aber vielleicht spreche ich jetzt aber auch aus so einer Perspektive, die eben nicht, also es ist nicht mein Tätigkeitsschwerpunkt, das Strafrecht, aber ich finde es immer so schwierig, die Hoffnung auf das Strafrecht zu legen, weil wir wissen auch, dass Menschen nicht unbedingt besser aus dem Gefängnis wieder rauskommen. Ne? Also es ist nicht so, dass Menschen zu besseren Menschen werden, wenn sie in Haft sitzen. Das bedeutet aber nicht, dass sie nicht Verantwortung übernehmen müssen. Das ist völlig klar. Aber es bedeutet, dass es da auch einen Perspektivwechsel geben muss, dass wir nicht mit schärferen Strafen, mit härteren Strafen, mit vielleicht neuen Straftatbeständen, also das ist jetzt meine Meinung, aber dass wir damit definitiv nicht das Thema Gewalt gegen Frauen beenden, sondern wir müssen den Schwerpunkt
wirklich mehr auf die Prävention setzen und zwar und auch wirklich bei ganz kleinen Kindern anfangen, ne? Und auch mit Geschlechterrollen, die in Frage stellen. Und was mir da nämlich, also ich habe immer so ein bisschen Bauchschmerzen mit diesen polizeilichen Befugnissen und so, ne? Also wenn wir die erweitern, dann ist das auch sehr anfällig für Machtmissbrauch. Inwiefern? Also mehr Machtbefugnisse. Für die Polizei jetzt? Genau, also, wenn die Polizei also als polizeiliche, als staatliche Institution bin ich nicht ein großer, also ich denke nicht, dass das förderlich wäre, wenn die Polizei noch mehr Macht hätte. Also ich denke immer, dass je mehr Macht da ist, desto größer ist auch die Gefahr für Machtmissbrauch. Und die richtet sich nicht unbedingt gegen den weißen deutschen Mann, sondern das betrifft in der Regel marginalisierte Personengruppen. Das dürfen wir halt auch nicht vergessen. Und auch in den Medien, wenn Medien brutale Ehrenmorde darstellen, dann ist es immer der People of Color, der da dargestellt wird. Und das ist auch eine ganz interessante Strategie, dieses gesamtgesellschaftliche Problem, was es ja ist, an den Rand zu drängen und zu sagen, Moment, nein, das betrifft nicht meinen Kommiliton Jonas oder, weiß ich nicht, irgendwie meinen Bruder Peter oder so, ja, also sondern das ist die sozial benachteiligte Person aus Neukölln, die Gewalt ausübt. Und das hat auch was mit der Darstellung in den Medien zu tun. Und ich möchte jetzt auch gar nicht verharmlosen, dass natürlich Gewalt auch in migrantischen Communities vorkommt und dass je patriarchaler eine Familie organisiert ist, desto größer ist auch die Gefahr, dass Gewalt ausgeübt wird. Das ist gar keine Frage. Aber die Kulturalisierung dieser Gewalt, das ist total gefährlich und es führt eben dazu, dass überhaupt nicht wahrgenommen wird, dass es auch in Deutschland mitten unter uns diese Kultur gibt, die dazu führt, dass es Gewalt gegen Frauen gibt. Aber ich ich habe einfach mit dieser strafrechtlichen... Das meinte ich auch. Ich meinte jetzt nicht, dass wir die polizeilichen Befugnisse erhöhen, sondern ich meinte ja solche Dinge wie Angebote von Beratungsstellen, eine Weiterbildung von PolizistInnen, wobei bei der Polizei es noch im Vergleich zur Justiz noch einigermaßen funktioniert, aber ein Wissen über diese Dynamiken von Partnerschaftsgewalt, ein Wissen über diese Tätertypen, ein Wissen über was es alles mit sich bringt, das in die Institutionen hineinzutragen. Das ist wichtig, wie du ja schon gesagt hast, im Grunde gibt es diese Gesetze, im Grunde kann man die anwenden. Ja. Und ich glaube schon, dass bei einer gewissen, wie soll ich sagen, dass das Strafrecht eine gewisse abschreckende Wirkung am Beginn so einer Gewaltspirale haben kann. Es geht mir nicht darum zu sagen, weil natürlich sind Femizide verboten, das ist ja klar, also die werden trotzdem verübt. Ja? Aber wenn man sozusagen den Beginn der Gewaltspirale sagt und so, du hast jetzt das und das getan, also gehst du jetzt mal 3 Tage in Ordnungshaft. Das kann schon was bringen und vor allem, wie du gerade gesagt hast, das ist mitten unter uns die Fälle, die ich betrachte, das sind hauptsächlich wirklich Männer im mittleren Management, also aller Schichten und aber wirklich sehr viele, die in diesem mittleren Management sind. Und da würde es, wenn er sozusagen erstmal 3, 4, 5 Tage Ordnungshaft oder vielleicht tatsächlich eine richtige Strafe hat, nicht nur eine Bewährungsstrafe, sondern eine, die quasi strafrechtlich relevant ist, dann hätte das Konsequenzen für diese Männer und dann wären die auch sichtbar. Also ich habe in den vielen Fällen, die ich hatte, viele Polizisten, Beamte und so weiter, die dürften dann ihren Beruf nicht mehr ausüben. Und das hätte schon Konsequenzen, wenn man das mal konsequent und ordentlich verfolgt. Und nochmal zu den Zahlen, um das klarzustellen, das ist repräsentativ in der deutschen Bevölkerung vertreten, sowohl Partnerschaftsgewalt als auch Femizide bei den Tätern, sowohl auch bei den Betroffenen. Das ist kein Problem von bestimmten Gruppen, sondern wirklich deutschlandweit. Und das ist einfach das Einzige, was wirklich als Merkmal heraussticht, ist die Männlichkeit. Ne? Also 80% der Betroffenen sind weiblich, 20% der Täter und bei den Femiziden noch viel höher. Bei Partnerschaftstötungen sind sogar 90% der Getöteten weiblich. Also das ist das Merkmal, was das
sozusagen alle gemeinsam haben, ist das Geschlecht in dem Falle. Und ansonsten kann man keine Gruppe hervorheben, die da besonders sowohl ausübend als auch betroffen ist. Also das ist ganz klar. Ja, Katharina. Ja, mir ist noch eine Sache wichtig anzufügen, und zwar, du hattest jetzt gesagt, es gibt die Untersuchungen zu der Täterarbeit, so dass das, was am meisten bringt, ist eben diese Reflexion des Rollenverständnisses, Männlichkeit, Weiblichkeit, was ist das eigentlich? Und du hattest davon gesprochen, Impulskontrolle, Konfliktlösungsstrategien. Und ich glaube, da fehlt uns noch ein Puzzleteil, und zwar das Verständnis davon, dass es eben nicht immer nur um mangelnde Impulskontrolle, so von wegen, ich bin so wütend, weil die Kinder sind so laut und du kannst die nicht erziehen und deswegen kann ich mich nicht beherrschen. So muss man sagen, du kannst vielleicht mal ein bisschen Yoga machen und mal runterkommen oder geh doch mal raus und atme dreimal tief durch und dann kommst du wieder rein. Sondern das Puzzlestück, was noch wichtig ist, ist zu verstehen, dass viele Frauen, die zu uns in die Beratungsstelle kommen, die sind betroffen von männlicher Gewalt, die ausgeübt wird, um die Frauen klein zu halten, gefügig zu machen und zu kontrollieren. Und das bewusst und nicht im Impuls, sondern sie bestrafen diese Frauen oft Tage später nach Situationen bewusst und geplant. Und auch bei den Femiziden, ich weiß jetzt nicht, was bei deiner, ich kenne dein Buch ehrlich gesagt noch nicht, aber ich dachte, ich werde es mir jetzt mal besorgen. Da ist es zumindest ja bei diesem 8-Stufen-Modell auch so, dass eine Planung vorausgeht, ja, ja. Ne, ganz ja. oft. Und das ist, glaube ich, so wichtig, weil ich glaube, das ist das, das Rezept quasi, was wir für diese Typen brauchen. So. Diese Frau ist nicht dein Eigentum. So. Und du musst auch deinen Selbstwert nicht an diese Frau hängen. Lass sie gehen und was bist du ohne sie? So, wer bist du ohne sie? Und genau, also das wäre mir noch wichtig bei diesem Täterarbeitsprogramm, dass es eben nicht nur um beruhig dich in stressigen Situationen geht und dass wir das auch verstehen, so, weil es ist nicht, jeder ist ja mal wütend, ne? Es geht immer dieses, haben wir Verständnis auch für die Täterperspektive. Ja, es ist insgesamt das Thema, also so das, die praktisch das implizierte Akzeptieren von der Gewalt. Ne? Also wir wissen seit Jahren, wissen wir die Zahlen, seit 2004 war die letzte Studie, die vom Bundesministerium in Auftrag gegeben wurde, dass jede dritte Frau betroffen ist. Und dass wir das so akzeptieren, als etwas, so als wäre das okay. Ne? Weil, also wenn man nicht aktiv was dagegen tut, das heißt ja, man akzeptiert den Status quo. Und was du vorhin auch zu Anfang meintest, ne, es bräuchte eine Ächtung der Gewalt, also eine gesamtgesellschaftliche Ächtung. Und die fehlt derzeit noch. Aber das ist ja möglich, zu schaffen, ne? Also eine kritische Masse von Menschen, die das einfach nicht mehr akzeptieren und nicht mehr hinnehmen. Also wenn man zum Beispiel bedenkt, ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber das Rauchen. Noch vor wenigen Jahrzehnten war Rauchen überall in geschlossenen Räumen, in Restaurants, in Zügen, in Flugzeugen, überall war es normal, dass geraucht wird. Und dann irgendwann gab es Gesetze kombiniert mit großen Präventionskampagnen, da wurde viel rein investiert, weil das Rauchen ist ein großes Gesundheitsrisiko. Obwohl natürlich da auch eine große Lobby dahinter stand, die Tabaklobby, die natürlich ein Interesse hatte, dass sich nichts ändert, dennoch ist es in einem relativ überschaubaren Zeitrahmen möglich gewesen, dass heute das Rauchen sozial geächtet ist in vielen Orten. Und dass alle sich daran gewöhnt haben, dass man halt im Restaurant nicht mehr raucht. Also oder Jüngere wissen gar nicht mehr, wie das war, als man noch in der Bahn und im Bus und weiß nicht wo. Also von daher, das ist ja möglich, eine Verhaltensänderung, also die Änderung der Einstellung zu dem Thema und auch die Veränderung des Verhaltens ist ja möglich. Ja, also, das ist auf jeden Fall ein spannender Punkt, weil beim Rauchen und anderen Drogen ja auch gibt es eine wahnsinnige Präventionsarbeit. In Schulen geht es los oder spätestens in Schulen. Und wird immer weitergetragen. Aber gibt es sowas Ähnliches auch in Bezug auf geschlechtsspezifische Gewalt eigentlich? Wir haben eine Untersuchung gemacht in Schleswig-Holstein, wo wir, das passt auch ganz gut zu eurer Studie, uns angeguckt haben, wie wird über Gewalt gegen Frauen in der Presse berichtet. Ja. Und da ist ja Fiktion dann nicht der Teil, den wir angeguckt haben, sondern die Realität leider. Es ist oft Gerichtsberichterstattung und haben eben
daraufhin eine Studie gemacht, wo wir online, also wir haben uns ein Tatgeschehen ausgedacht, da kommt jemand, also eine Frau trennt sich aus einer gewaltvollen Beziehung, sie muss aber nochmal in das Haus, um dort Unterlagen abzuholen und sie wird dort schwer verletzt und liegt im Krankenhaus. Wie berichtet die Zeitung? Darüber haben wir uns überlegt und haben dann vier Artikel geschrieben, die sich unterscheiden bezüglich des Wordings, ne? Schreiben die von Familiendrama, Familientragödie, bezüglich der Kontextualisierung, also wird es eingeordnet in einen größeren Zusammenhang, patriarchale Gewalt, wie oft ist eine Frau betroffen davon und auch bezüglich der Perspektive. Und da war ich jetzt nochmal ganz aufmerksam und habe mich daran erinnert und haben dann Online-Teilnehmende oder Zeitungslesende befragt und einen dieser vier Artikel lesen lassen und danach mussten die Fragen beantworten und waren überrascht, weil wir haben dem Wording immer so eine große Bedeutung zugestanden. Und haben dann festgestellt, die Perspektive ist nach wie vor das, was am wichtigsten ist. Wenn der Täter in dem Artikel sagt, meine Frau war nächtelang im Internet und hat sich da mit anderen Männern verabredet und ich habe sie so oft zur Rede gestellt und jetzt ist mir die Sicherung durchgebrannt, dann erzeugt das bei den Zeitungslesenden ein Mitgefühl mit dem Täter, eine Verantwortungsverschiebung zu der Betroffenen. Und wenn stattdessen ein Zitat von der Freundin da drin ist, ne, die konnte keinen Schritt ohne ihn gehen, er war so eifersüchtig, sie war schon im Frauenhaus, dann haben wir eben die Situation, dass das Mitgefühl mit der Betroffenen steigt. Mhm. Genau, und Okay. Das ist einfach auch wichtig. Wir haben keine Zeit mehr, ne? Ich könnte noch viel dazu sagen. Genau, aber nach wie vor gilt, wer spricht, hat Recht. Und heute dürfen wir sprechen. Schlusswort, wer spricht, hat Recht, also mehr die Opferperspektive in den Medien. Vielen Dank auf jeden Fall für diese schöne Diskussion. Danke. Also ich denke, das ist kein Problem. Es ist jetzt nur die Übertragung im Fernsehen vorbei. Ne? Genau, deswegen wollten wir dann einen Schlussstrich machen. Bitte gerne fragen.